So, ho, ho, weiter geht's. Das ging voll schnell. Ich hab vergessen, eben Tschüss zu sagen. Ja, musst du ja nicht unbedingt. Ja, ich sag jetzt Tschüss. Also jetzt Hallo. Ja, falls wir uns nicht wiedersehen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Ja, wer hätte das nochmal gesagt? Das war aus der Truman Show. Ah ja, die habe ich auch gesehen. Guter Film. Toller Film, ja. Ja, obwohl er Show im Namen hat, ist keine Show, sondern ein Film. Wird wahrscheinlich auch irgendwann Realität. Oh, wir müssen jetzt alle Kisten zerschellen lassen, ne? Mhm. Ich finde, das Dschungelcamp kommt da schon recht nahe. Du sollst nur die Kiste mit der Münze finden, nicht die anderen aufmachen. Ja, ich habe danach gesucht und wie du gesehen hast, war die letzte Kiste erst mit der Münze. Nee, das war die dritte. Du hast die vierte vor der dritten genommen. Ja, und das habe ich genau gesehen. Ja, du, dein findigem Auge entgeht nichts. Du trägst ja auch ein Monokel, ne, wie man deinem Avatar entnehmen kann. Monokel. Ein Monokel. Monokel. Geh zurück, da war ein Fass. Hä? Ach so, ja, will ich dich haben? Ja, ich will aber nochmal, bitte. Sicher ist sicher. Ich möchte noch eine Chance haben. Ich habe bisher kaum gespielt. Und ich stelle mir dich gerade bei der Oper vor, wie du denn da ganz seriös bist. Ja, ich gehe auch tatsächlich öfter mal zur Oper. Wenn ich ein Geheimnis über sie, musst du mir das sagen. Ich kenne mich hier nicht aus in dem Spiel. Ja, weiß ich doch selber nicht. Ja, super. Und du willst 100% spielen? Du hast doch echt einen Vogel. Ja, die Zuschauer helfen uns doch. Also, erstmal ist ja gar nicht sicher, dass wir das machen müssen. Umfass. Erstmal müssen ja 100 Daumen zurück zusammenkommen. Was machen die? Wofür brauchtest du jetzt ein Fass? Ja, ich dachte, da war ein Geheimgang. So geht das nicht. Guck mal, wie die das hüpfen. Das war nur im ersten Teil. Die hüpfen. Ist das... Ja, du sollst nicht reinspringen, Mensch. Aber die haben so lustig gehüpft. Ach, Mensch, Arkus. Weißt du, wenn ich Mensch Arkus sage, dann denke ich immer an Mensch Markus. Ja, das ist aber nicht so wirklich lustig gewesen. Nee, das... Achso, das war nicht nur lustig gemeint. Ich wollte keinen Witz machen. Nein, ich meinte die Serie. Mensch, Markus war nicht so wirklich lustig. Das stimmt, aber du bist ja auch... Okay. Das ist ja jetzt böse. Oh. Ja. Aber... Das ist ja jetzt böse, wenn ich das... Nein, aber der Markus, der war schon ganz nett, weil... Ja, er war sympathisch. Der kam sympathisch rüber, war ein kleiner Sympathiebolzen. Ne? Ein bisschen Pfeffer? Das fand ich immer gut. Dann ist er mal an unmöglichen Orten aufgetaucht mit einer Pfeffermühle und hat da überall Pfeffer draufgestreut. Das fand ich immer lustig. Ja, ich habe den leider nicht so aktiv verfolgt, muss ich dazu sagen. Ja, boah, der ist nur an die Kiste gekommen, da stand sie schon, dann ist er explodiert. Klasse. Damals in meiner anonymen Fernsehsuchtzeit, da habe ich auch das ein oder andere Schand-TV geguckt. So, ich gebe auch zu, dass ich ab und zu auch mal Gerichtsshows mir reingepfiffen habe. Boah, sind das Muskelberge, ne? Arnold Schwarzenegger ist in Blau. Ja. Ja, da ist Arnie gar nichts gegen. Nö, da ist Arnie eine Flachpfeife, du, das sag ich dir. Und Dixie stirbt gleich, wenn sie dagegen kommt, das ist ganz problematisch. Um nicht so zu sagen, geh nicht vergessen, wir brauchen noch dieses eine Symbol da. Ich glaube, die Minispiele brauchen wir gar nicht für 100%, wir brauchen nur das Kong und dieses große D-Symbol. Das sagen dir auch deine, meine, unsere Zuschauer. Ach, das werden sie uns bestimmt sagen dann, ja. Die wissen das richtig. Die Münzen sind halt wichtig, weil wir damit Dinge kaufen können, glaube ich, ne? Was können wir davon? Von den Münzen können wir, glaube ich, irgendwas kaufen. Ja, wir können ja später auch noch Münzen sammeln bei so komischen Wissensfragen. Deswegen müssen wir ja hier genau aufpassen, den ganzen Levels. Genau. Oder den Leveln. Wie sagt man eigentlich? Leveln, sage ich mal gerne. Aber Leveln tut man auch nur in WoW. Ja, oder Levels. Ach, keine Ahnung, was man dazu sagt. Ist ja egal. Wisst ihr es besser? Nein. Oh, gut gemacht. So, bei der Banane musst du abspringen dann, oder? Ja, irgendwie so. Dir ist klar, dass ich die ganzen Level jetzt abschließe. Ja. Hä, wieso, was ist denn daran schlecht, wenn du die ganzen Level abschließt? Das ist eigentlich egal. Ja, eben. So, jetzt musst du zur Oma. Guck mal, ich will doch nie nur das Gefühl geben, dass du alles hier gut machst. Hä, wer ist denn die Oma? Die Kongschule, da kannst du speichern. Ach so. Ja, sprich mal, du kannst sie so gut. Ich bin Frau Winkelkong, die Leiterin der Kongschule. Sag ich noch was anderes? Ah ja, ich werde euch lehren, wie man dieses Spiel spielt. Ihr könnt aber auch vorbeischauen, wenn ihr Süßen abspeichern wollt. So, ihr wollt proppen, wie kann ich euch helfen? Ja, wir wollen speichern natürlich. Ja, muss ich drücken? Meine 3-Taste? Ja, genau. Guck einfach mal. Ja, ja. Noch ist es gratis. Ich glaube, später kostet das sogar Geld. Schweinerei. Boah, wir haben schon 8%, ey, wir sind voll hart. Ja, stimmt, da kostet das Münzen. Ja, jetzt kostet es 2 Münzen. Geh mal los zurück. Nee, weißt du nicht mehr. Wir haben nie was aufgenommen. So, raus jetzt. Was soll ich wissen? Irgendwer hat ja hier schon vorgespielt auf unserer Konsole. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, eben. Auf unserer heimischen Heimkonsole. Ja. Wir wohnen ja auch zusammen, ne? Ja, wir halten auch gerade Händchen, während wir spielen. Oh, musst du das sagen? Ja, die Zuschauer sollen es ruhig wissen. Wir outen uns jetzt hier. So, ja, okay, ja klar. Ganz öfter. So, wow! Die Vorstellung bereitet mir gerade einen gewissen Brechreiz. Oh nein, das Level! Oh nö, ich erinnere mich.
Ja, deswegen darfst du ja spielen. Oh, ne, fick dich ins Arsch. Warum erinnerst du dich? Wie erinnerst du dich denn? Hä? Ja, ich hab das Spiel doch schon mal irgendwann gespielt. Ach so, daher kamen die 20%. Das war vor 3 Jahren oder es so. Es ist nicht total blind. So. Aber du weißt natürlich nicht, wo ein... Da kommst du nicht so ran. Ich mag Wasserlevel nicht. Ich geh mal erst mal ganz da links und guck da, richtig. Meine Zuschauer wissen, dass ich eine Phobie gegen diese Scheiße habe. Da komme ich nicht lang, ne? Was? Das ist ein Geheimnis. Wo? Ein Quatsch. Quatsch. Boah, da sind nur, Schatztruhen voll mit Bananen, die wahrscheinlich total... Warum sammeln wir die nicht ein? Da wären bestimmt 30 Leben drin oder so. Ja, komischerweise funktioniert das in dieser logischen Welt nicht. Nochmal zurück, wir müssen... Ja, das passiert hier nämlich jetzt. Habe ich eigentlich eine Luftanzeige? Ich sehe keine. Oh. Nee, Affen können unendlich lange unter Wasser die Luft anhalten. Stimmt, das bringt uns dieses Spiel bei. Das ist bei Donkey Kong 64 ähnlich. Ja, das weiß man auch so. Also kann man auch den Charlie von unser Charlie, den kann man ruhig ewig unter Wasser tauchen, dann macht dem nichts. Unser Charlie, ZDF. Das habe ich nie gern geguckt. Der hat mir immer Angst gemacht, der Affe. Ich weiß auch nicht warum. Warum? Ich fand den süß. Ja. Ich fand das nur ein bisschen tragisch. Wow, ich habe einen Geheimgang gefunden. Da oben links musst du, glaube ich, hin. Und ich weiß ja natürlich, wo meine A-Taste liegt. Natürlich auf der 4. Ah ja, da genau. Was wir übrigens vergessen sollen, das werden wir dann später nachholen. Irgendwann. Oh, Wortwitz. Wenn wir 100% machen sollen. Ach, war das keiner? Doch, unbeabsichtigt. Du weißt doch, ich hau dir doch raus automatisch. Ja, du bist ein ganz... Ich merke das nicht mal, wenn ich hier die ganzen tollen Sprüche bringe. So, wo ist denn jetzt hier die Münze? Da hatten wir... Ah, nee, hatten wir nicht, aber... Also da kann der Lenti sich noch aus... hatten bestimmt auch Probleme damit. Ja, kann der Lenti sich noch aus grauer Vorzeit erinnern, dass er damit Probleme hatte mit diesem Bonuslevel. Als er es damals mit seinen 12 Lenzen gespielt hat. Ja, da habe ich auch noch Ingo Lenzen geschaut. Ingo Lenzen, Lenzen und Partner, aber der hat einen tollen Zwirbelbart. Ich habe den schon damals bei Barbara Salisch habe ich ihn schon verfolgt und fand ihn einfach klasse. Weiß ich nicht, ich mag den Opa. Der war einfach kompetent. Ja, richtig. Und ich meine, das ist ja wirklich ein Anwalt. Die Barbara Salisch ist ja auch wirklich Richterin. Ja. Die wurde zwar anscheinend gefeuert, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, inkompetent ist und rote Haare hat. Ja, sie ist halt eine Hexe und der Teufel ist auch im Pakt mit ihr. Richtig. Schön war auch immer der Herr Römer. Ginger Kids haben ja auch keine Seele. Kennst du noch Herrn Römer? Ja, wobei, die sind ja gefärbt, die Haare von ihr, ne? Ja, Herr Römer, klar, der Staatsanwalt. Ja, richtig. Das war sowieso, ach, Posch ermittelt. Oh, oh. Ist auch ein Staatsanwalt, der auch mal in der Gerichtsshow mitgespielt hat, der ja aber jetzt seine eigene Show hat. Sein Vater, also der Vater vom Posch, der ist Politiker in Hessen. Und sogar einer, der dort irgendwie, glaube ich, sogar eine höhere Position bekleidet. Deswegen sieht er das nicht ganz so gerne, was sein Sohn da bei RTL treibt, aber kann halt da nichts gegen tun, ne? Ich wollte gerade sagen, schämt er sich denn nicht? Ach, ich will vorbei, nein! Dir ist klar, dass du gerade den armen Angard getötet hast, er ist aber gestorben. Er hat das Leben spendiert. Können wir kurz eine Schweigeminute halten? Okay. Okay, reicht so. Oh. Ach so, du hast hier klug geschnitten. Ach so, ja. Ja, ich habe ganz klug geschnitten. Das merkt ja, das jetzt keiner, dass wir in echt... Schneiden. Wir haben in Wirklichkeit gerade wirklich eine Minute die Schnauze gehalten. Es ist zwar kaum möglich, dass wir eine Minute die Schnauze halten. Das ist gar nicht machbar. Ach so, ja, weiß ja nicht. Also ich wenn man uns den Mund zuklebt oder knebelt oder... Ja, dann vielleicht eventuell. Ja, da stehe ich ja drauf. Aufs Knebeln? Und selbst wenn ich zugeknebelt sein sollte, finde ich durch Telepathie einen Weg, mich zu... Nach unten? Aber ich weiß ja von den Testspielchen, die du so gerne betreibst. Warte mal. Das ist aber nach einer Möglichkeit. Das ist nur eine Münze, Mann. Ich glaube, in der grauen Vorzeit, da hatten wir auch schon Probleme mit. Es ist nur eine gottverdammte Münze. Aber eine wertvolle, unwertvolle Münze. Speichern brauchen wir in diesem Spiel nicht. Wir sind so gut, wir speichern sowieso nie. Ey, nach unten erst. Erst nach unten. Ja, nach unten. Ich will doch erstmal das G holen. Ja, stimmt, das ist das G. Hol das G. Jo, jetzt haben wir das Kong schon mal komplett. Boah, wie viel Leben wir haben. Wir übrigens, im anderen Level haben wir, glaube ich, das große D wie Donkey Kong verpasst. Toll, bin ich jetzt auf Wasser gelaufen. Ich glaube, das gibt's nicht in jedem Level. Nee? Ja. Dann kannst du mich ja direkt wiederholen, aber nicht bitte Clap Hands machen. Dankeschön. Wie, hast du was gesagt? Ja, wir verstehen uns auch so, weil ich wusste ganz genau, dass er es dann macht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich wollte unbedingt spielen. Wow! Diese Seesterne hier. Ich weiß, dass du eh gleich wieder stirbst. Diese Patricks für Arme. Patrick. Nein! Musst du hin? Nein! Nein! Wir sterben. Ja, da ist jetzt das D, das haben wir jetzt verpasst. Da müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Irgendwann. Ja, müssen wir mal bei Gelegenheit nachholen. Außer du stirbst und nein, komm nicht auf dumme... Warte mal, kamen wir da nicht her? Hä? Ugh. Wir sind im Kreis gefahren. Nee, das ist noch ein zweites, falls man noch einen bekommt. Ach so, ja, dann was beende... Nicht geht. Komm, beende das Level. Oh nein, ich will nicht beenden. Doch, wir müssen nochmal zurück dann. Ja, ja, oh, bin ich gut. Ey, 18 Leben schon, was geht? Ja, mit dem Bass. So, jetzt. Wie wär's, wenn wir eine Band gründen?
Warum? Glaub ja nicht, du bist in der Band. Oh, jetzt kommt hier Chankys Goldgrube. Er ist Swanky. Ah, der hat seinen Quiz, hat er, ne? Oh ja. Willkommen in meiner Goldgrube. Ich bin Swanky Kong, der netteste Affe im ganzen Land. Ihr seid die heutigen Teilnehmer bei diesem Spiel. Also, auf geht's. Geil. Ja. Günther Jauch. Fast. Günther Jauch, der Affenwelt. Der ganz bodenständige Bürgerliche. So, dann spielen wir mal das Swanky-Spiel. Oh, was? Was? Swanky. Ich glaub, Swanky. Ja. Jetzt geht's weiter. Welche Kreatur ist der erste Gegner, den ihr im Spiel seht? Ah, ich weiß es nicht, Oh, ist das Fette Ratte. Ah, ja, genau. Ja. Stimmt, oh, genau. Ja. Hier die nächste Frage. Wie lautet der Name der Welt, in der ihr euch gerade befindet? Ich glaube Grängsterschreck. Ne, Galionsplanken. Nee, Millionsplanken. Wir haben heute einen Gewinner. So unsicher, hab sich geschafft. Wollen wir weitermachen? Ja klar, das Piratenbus ist bestimmt ein ganz anderes Spiel jetzt. Oder auch nicht. Lies du mal vor. Welchen Knopf drückt ihr, um zu rennen? Scheiße. Y. Sicher? Nein, doch. Ernsthaft, ich weiß es nicht. Ich hab doch einen ganz anderen Knopf. Y. Oh. Erste Level in diesem Spiel. Erste Level in diesem, hier, Piratenpicknick, glaube ich. Nee, Panik. Ja, klar. Hör auf, Mann. Jetzt geht's weiter. Wie heißt der Fiesling, der Donkey Kong entführt hat? Ja, das war natürlich zu. Prinzessin Banana. Der King K. Rool nimmt. Ja, ja. Boah, wie wir erleben, Paar. Ah, die Chip Challenge. Das ist jetzt richtig schwierig. Wie viele Fenster gibt es in King K. Rools Kabine im ersten Level? Vier. Ja, gut. Wie heißt der erste Level, in dem ihr ein im Tauwerk klettern könnt? Das war das zweite. Schlottermast. Ja. Ich hätte auch die SOS... Die Welches der drei genannten Dinge ist kein Objekt aus King K. Rools Kabine im ersten Level? Oh. Ein Schwert und eine Waffe. Eine Karte ist da. Ich glaube, es war eins von den beiden. Also einfach ein Schwert und eine Waffe. Ich nehme eine Waffe. Nee, das macht ja keinen Sinn. Dann... Nee, hä? Ein Schwert. Nein! Nochmal, wir wissen es ja jetzt. Nochmal. Jetzt so, kommen schnell. Ganz andere Fragen. Ah, ich nein, glaub, komm nicht. Schnell. Er ist Flattergast. Ja, ist gut. Waffe. Ja, yeah. Das macht Sinn. So. Kein Schwert, aber keine... Das macht keinen Sinn. Ein Schwert ist ja auch keine Waffe. Wenn uns das jemand erklären kann, dann ab damit in die Comments. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Das meine ich ganz ernst und so. Ja, aber wir machen wieder einen Cut. Ganz verstohlen. Achso, tschüss. Jetzt sind wir zwar erst bei 12 Minuten, aber ich habe jetzt Lust auf einen Cut. Ja, okay. Irgendwelche philosophischen Abschlussworte? Sag mir nicht, was ich nicht tun kann. Das ist ein sehr guter Satz aus der Serie Lost von John Locke gesprochen. Bis zum nächsten Mal. Und die Serie stammt von... Hä? Von? Wer hat die Serie erdacht? Lost? Hier. Günther Jauch. Nein, J.J. Abrams, der auch für Fringe, Alias und Cloverfield verantwortlich war. Fringe schaue ich zurzeit... Und 8. Ja. Hat er auch. Und im nächsten Part reden wir über Breaking Bad. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao.